das Thema wird uns auch weiter begleiten, auch die nächste Woche, insbesondere was die Wahlkämpfe angeht, ist die Situation in Japan. Der Super-GAU droht und er ist inzwischen, wie wir es einschätzen, Realität geworden. Die Nachrichten über Strahlenverseuchungen häufen sich. Lebensmittel sind verseucht, Wasser ist verseucht, die Lebensgrundlage der Menschen ist massiv bedroht. Die Informationspolitik, die wir aus Japan erleben, von dem Atomkonzern TEPCO, erinnert an Zeiten, wo ich dachte, das könnte unter anderen gesellschaftlichen Verhältnissen nicht möglich sein. Wir erleben nun, dass eine private Atombetreibergesellschaft nicht anders reagiert, als wir das von früher von anderen gewohnt waren. Unerklärlich und unerträglich. Die internationale Gemeinschaft hat Japan umfangreiche Hilfe angeboten. Wir tun alle gut daran, die Beschwichtigungen, die wir hören, nicht zu glauben. Die Weltgemeinschaft muss ihre Hilfsangebote bereithalten, um Schlimmeres zu verhindern. Die Katastrophe verändert nicht nur Japan, sie verändert die ganze Welt. Die Menschen sind verunsichert. Die Weltgemeinschaft ist gut daran, solidarisch mit Japan zu sein. Die Politik hat allerdings die Pflicht, darauf zu reagieren. Die Atomdebatte, die wir in Deutschland erleben, ist ein Stück weit verlogen. Vor einem Monat noch haben Union und FDP die längere Laufzeit der Atommeiler, die sie jetzt abschalten will, vehement verteidigt. Die SPD und die Grünen verschweigen, dass ihr Atomkompromiss offensichtlich Murks war. Wäre er kein Murks, wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, dass er in der Weise aufgekündigt wurde, wie er aufgekündigt worden ist. Der Kompromiss hatte so viele Hintertürchen, dass es offensichtlich ohne Probleme möglich war, auszusteigen. Wir lehnen den schwarz-gelben Atomkurs ab. Wir halten das Moratorium für ein betrügerisches Wahlkampfmanöver. Es ist offensichtlich, dass es weniger um die Laufzeit der Atomkraftwerke als vielmehr um die Laufzeit des Ministerpräsidenten Mappus geht in Baden-Württemberg, bei dem, was wir da momentan von den Seiten der CDU hören. Wir wollen aber auch keine Rückkehr zu diesem Atomkompromiss, sondern haben ganz konkrete Forderungen, die wir durchsetzen wollen. Das erste ist, wir wollen einen unverzüglichen Ausstieg aus der Kernenergie. Das bedeutet, dass die alten Reaktoren sofort vom Netz gehen müssen. Greenpeace und die Umweltverbände halten den Ausstieg bis 2015 für möglich. Das ist aus unserer Sicht der späteste Schlusspunkt, den wir akzeptieren. Wir wollen einen wasserdichten Ausstieg. Das heißt, es muss ein Ausstiegsgesetz geben und keinen Kompromiss, der irgendwie mit der Atomlobby verhandelt wurde, sondern ein Gesetz. Und wir wollen im Übrigen, dass das Grundgesetz dahingehend verändert wird, dass auch kein Einstieg mehr möglich ist. Sondern wir wollen im Grundgesetz der Republik verankert wissen, dass wir auf die Atomkraft als Energieträger verzichten, genauso wie auf den Export von Atomtechnik. Wenn die anderen Parteien das blockieren werden, werden wir in den Ländern, in denen die Atomkraftwerke zurzeit betrieben werden, Volksentscheide anstreben, mit dem Ziel, dass die Bürger selbst entscheiden können, ob sie mit dieser Atomenergie weiterleben wollen oder nicht. Wir fordern schließlich einen Schutzschirm für die Stromverbraucher. Wir erleben, dass die Bürgerinnen und Bürger dieser Republik abgezockt werden von den Atomkonzernen und dass vor allen Dingen jetzt die Atomindustrie aussteigen will aus der Finanzierung erneuerbarer Energien. Das ist mit uns nicht zu machen. Wir wollen im Übrigen, dass wir eine Rückkehr zur staatlichen Strompreiskontrolle wieder einführen. Wir unterscheiden uns von allen anderen Parteien in einer ganz besonderen Frage. Wir sind der Auffassung, dass die Frage der Atomenergie und der Probleme, die wir haben, vor allen Dingen eine Frage des Eigentums ist. Wir erleben schon wieder, dass die Energiekonzerne die Politik und die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes massiv erpressen, indem sie jetzt mit rechtlichen Schritten selbst gegen dieses Moratorium drohen. Dort stellt sich eindeutig eine Minderheit gegen die Interessen der Mehrheit der Bevölkerung. Wie lange wollen wir das noch akzeptieren? Wir sind der Auffassung, dass wir deshalb tatsächlich die Stromkonzerne unter gesellschaftliche Verantwortung nehmen müssen. Es gibt nur eine Antwort, das ist die Zerschlagung der Atomindustrie und es ist auch letztendlich die Antwort der Rekommunalisierung der Energie in der Bundesrepublik Deutschland. Die Energieversorgung gehört nicht in die Hände von Konzernen, die damit Profit machen, sondern die Energieversorgung ist eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung.